Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Fallen Order. So, ja, letztes Mal... Das sind komische Geräusche. Letztes Mal hat, Farbe lassen wir. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen mit unserer neuen... Meisterin? Ich weiß nicht. Angebieft. Weil... Gold ist ein bisschen over the top. Ich lasse das so. Weil, die siebte Schwester, nee, die zweite Schwester, Entschuldigung, ist ja ihre alte, Schülerin. Und, das hat der Karl bisschen in den falschen Hals bekommen. Wobei ich mir denke, dass ist übertrieben. Oder der, ja. Bin ich jetzt nicht so davon überzeugt, dass es so krass schlimm ist. Also was interessant ist, ist ja, dass die dessen Name ich vergessen habe, ihre Schülerin gezeigt hat, dass sie die dunkle Seite hat, beziehungsweise die dunkle Macht benutzt hat. Das finde ich interessant. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Sakashi? Sefer Bogano. Warte, war Bogano? Bogano war das, was wir angefangen haben, oder? Dann würde ich mal da nochmal hinreisen, weil jetzt kommen wir ja an ziemlich viele. Trotz der vielen Action mit ihren beiden sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange sie ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer. Keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobianen beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja! Ha, warum? Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem... irgendwie unterhaltsam. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Okay. So. So genau, jetzt können wir ja einige Sachen freischalten, glaube ich. Also vor allen Dingen die ganzen Truhen. Können wir ja jetzt wieder, ne? Und so. So, dann schauen wir mal. Hey, Kleiner. Hallo. Wie viele der Kreaturen da draußen fressen eigentlich kleine Lateros wie mich? Weiß nicht, Grease. Ja. Geht's dir gut? Ich muss hin und wieder deinen Geisteszustand überprüfen, denn falls du durchdrehst, dann drehe ich auch durch, aber viel schmerzhafter. Es geht mir gut. Okay. Wollt nur sicher gehen. Man hört ja gruselige Sachen über Jedi. Wirklich? Ich verstehe dieses Machtding zwar nicht, aber wenn du wie ich von Kantina zu Kantina ziehst, dann hörst du Geschichten. Einige sind wohl weit hergeholt, aber ich habe Sachen gesehen. Ich hoffe wirklich, dass alles gut ausgeht. Danke. Na. Wobei die, Sith... Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Ja. Ich schaff das. Alles ist besser als Bracker. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Schwer was zu finden, das vom Imperium versteckt wurde. Ja, ist es.
Aber wir haben dich gefunden. Ja, kurz vor dem Ende. Ich hab versagt, mich verraten. Die Inquisition hat mich entdeckt. Grease und ich haben auch immer den Schuldigen gesucht. Nach jeder vielversprechenden Spur, die uns in eine Sackgasse nach der anderen geführt hat. Und wenn wir gerade noch so davongekommen sind. Fehler passieren. Man kann nur daraus lernen und weitermachen. Ja, wahrscheinlich ist es so. Denk mal drüber nach. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Flup, flup. So, dann schauen wir mal. Genau, da ist ein grünes Ding. Das ist immer noch rot. Na gut. Da unten ist was Grünes. Wir haben nur zwei grüne Sachen. Na gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es mehr sind. Kann ich so auch? Ja, könnte ich, aber da ist ja nichts. Gut. Dann mal woanders hin. So. Dann bin ich mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wann wir darüber kommen. Weil momentan kommen wir ja nicht darüber. Das ist ja hier zu Ende. Hier geht's zur Arena und da drüben ist es. Ich bin mal echt gespannt, wann wir da rüberkommen. Ha. Ich will mal zuerst darüber schauen. Oder nee, gehen wir da unten hin? Weil da darüber kommen wir ja eh dann irgendwann. Hui. Jetzt geh ich ja doch darüber. Na egal. Hui. Boing, boing. So. Nee, rechts. Hier, da. Ah, das da oben. Ach so. Ah, genau, hier gibt's ja auch noch dieses Rätsel. Aber, ach so, das ist nur eine Abkürzung. Also, nee, aber bei der Kröte gab's ja auch so ein... So einen rote Box. B, die ist jetzt wieder da, aber ich glaube nicht. Nee. So, weh, du bist nichts Gutes. Ja, an dich ranzukommen, das hat ewig gedauert. Ja, und los geht's. Yep. Zeig mal, was du gefunden hast. Ein Poncho. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, hat sich gelohnt. Warum machen die das? Das ist so... Ja, okay. Wow. Hui, da geht's runter. Hui, da auch. Yay, ich hab ein... Das war die falsche Taste. Ah, Mann. Wieso hauen die eine rosafarbenen Poncho rein? Ah, ja, ja. Na gut. Ah, da unten das, bei der anderen Kröte war das ja. Hui. Hä? Ah, habe ich das vergessen. Danke, BD. Bokratten und Splogs. Die von Natur aus extrem aggressive und territoriale Bokratten. Sind im Laufe der Zeit eine mutualistische Beziehung zu Splogs eingegangen. Letztere locken Bocklinge aus ihren Nestern an die Oberfläche, wo sie dann von den Bockratten gefressen werden. Sie
sind die erwachsenen Burglinge erst einmal tot, graben sich die Splogs zu ihren Nestern vor und... Alter. Was für Arschgeigen. So, gibt's hier irgendwas, was ich noch entdecken kann? Nee, oder? Nicht wirklich. Also hier unten. Wie muss ich da lang? Hier rein. Ach so. Ja, dann bin ich ja völlig falsch hier. Hey Sphere, an was denkt ihr gern bei Cordova? An die Holo-Schachspiele. Cordova war immer so beschäftigt, ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Aber für Holo-Schach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich. Unsere Ansätze waren komplett verschieden. Kaum dachtest du gewinnst, war's vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt. Ja, jeder auf seine Art. Oh. Würdest du etwas für mich überladen? Oh. Okay. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was hast du da? Neues Lichtschwert-Ding. Okay. Ja, aber sonst geht's hier hoch. Ja. Oh, stimmt. Da war ja noch die Subwoofer-Box da. Die konnte ich ja auch noch. Whoop. Oh, was ist das? Mein Freund, beim Betreten des Gewölbes hatte ich eine Vorahnung, wie vor mir die Sepho. Was? Also, ist das hier richtig, was ich gerade mache? Das ist gerade ein bisschen blöd, weil der Mauszeiger springt die ganze Zeit auf meinen zweiten Bildschirm. Und, nee, immer noch. Entschuldigung. Naja, okay. Vielleicht, also wenn es zum Kampf kommt, dann verliere ich halt. Weil es wahrscheinlich immer rausspringt. Gut, also das haben wir jetzt quasi neu entdeckt. Jetzt können wir da hoch. Erstmal, eine hier. Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Was ist es, BD? Neuer Sender. So. Oh. Hä? Habe ich hier überhaupt nichts gescannt oder was? Ich höre dich, BD. Zeig mal. Wasserfilter, okay. Und alter Druide? Habe ich da vielleicht was vergessen? Anscheinend. Hä? Mein Freund, die Untersuchung der Kugel war lohnend. Ja, war ich doch schon. Mal schauen, ob wir einen neuen Griff haben oder so. Warte, wir haben doch vorhin... Ah, das da. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich behalte meins. Na gut. Nee, da war ich gerade. Dann... Wie kommt man hier nochmal raus? Einfach hier oder was?
Ja, wahrscheinlich. Nee. Oh Mann. Da muss ich wieder hoch. Habe ich in. Da habe ich auch alles, oder? Ja, gut. Hier habe ich alles. Dann gehe ich hier wieder hoch. Und darüber. Und dann dahin. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Hui. So. Dann muss es hier aber irgendwo irgendwas anderes geben. Beziehungsweise irgendeinen anderen Ausgang. Dann, ja, vielleicht bei der Treppe, Tobi, ne? Wie wär's, ne? Ja, gut. Also, jetzt. Wohin? Hier, da wartet. Ja, von da kann ich ja darüber, oder? Ich kann ja jetzt noch hoch. Alter, das ist so ein Riesen. So ein Rie. Ah! BD, ich könnte ja deine Hilfe gebrauchen. Du hast das drauf. Willst du mal reinsehen? Okay, BD, was ist es? Oh! Hier hat wohl jemand die ganze Zeit zugehört. Also den beobachtet. Aber ganz ehrlich, ich finde den chillig. Ich will den gar nicht töten. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwie gar nicht. So, da drüben ist noch eine Kiste. Aber erstmal gehen wir da runter und schauen, wohin uns das. Wie gesagt, was, BD? Das ist ein bisschen BD, kannst du mir helfen? Blöd beim Kampf eben das die Maus dann. Oh. Geil. Jetzt sehe ich erst, dass ich im Kampf das hier verschoben habe. Das ist natürlich cool. Wieso ist das jetzt so voll blöd? Also, wieso ist das jetzt quasi im Fenstermodus? Warte mal. Vollbild, Fenstermodus. So, und jetzt Vollbild. Aber ich kann immer noch rausswitchen. Ist ja richtig dämlich. Okay, ja, dann machen wir mal kurz Stopp. Ich starte das nochmal neu. Oder ja, komm, wir machen das jetzt. Ja, komm. Ich muss halt ja nur dran denken, dass der Kampf jetzt nicht so optimal. Oder warte mal. Ich gehe kurz darüber, speicher. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Dann ruhe ich mich auch aus und mache das ganze Schnösel. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bye, bye. So, hallo und herzlich willkommen. Falsch. Das muss ich ja gar nicht mehr. Weil für euch war es nur ein kleiner, klitzekleiner Cut. Und jetzt passt alles wieder. Ich habe auch herausgefunden, woran es lag. Und zwar, ich hatte im Hintergrund vergessen, ein Spiel zu beenden. Und dementsprechend. Ja. Dementsprechend hatte ich irgendwie. Ja, keine Ahnung. Probleme, dass der Mauszeiger die ganze BD, Zeit. Hier drin. Was ist es, BD? BD Skin. Der da. Sieht gar nicht so scheiße aus. Warte, dann machen wir den so. Poncho. Ja, den auf jeden Fall nicht. Der sieht eigentlich auch cool aus. Aber die passen zusammen. Ja, naja, doch nicht. Nee, gar nicht. So. Aber egal. Jetzt sind wir hier. Verlassene Werkstatt. Kann ich irgendwie tauchen? Ich muss doch tauchen können, oder? Warte, ich höre schon mal, was da hinten ist. Nichts wirklich Interessantes. Wahrscheinlich eher später können wir dann tauchen. Vielleicht bekommen wir das coole Atemgerät von Star Wars 1. Boing, boing. Schau, ich hüpfe auch die ganze Zeit. Bist du damit fertig, BD? Natürlich, wer darf ich. Oh. Was ist denn hier? Willst du scannen? Ja, dann scannen mal. Ah, das sind alte Statuen. Ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Und weiter? Jetzt erzähl doch weiter. Ups, Entschuldigung. Das sind diese Reparaturdruiden. Diese Trümmer, die dienten als Chains. Cherns für die Druiden. Hä? Was ist das Wort? Die beim Bau der Forschungsstation auf Burgando geholfen hatten. Ohne ihre Hilfe wäre nur wenig über die Sifo oder ihr Gewölbe bekannt. Ja. Was ist das hier? Der Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt. Ein besonderer Ort. Ich nehme den Griff mit. Das ist Cordova. Mut, Weisheit. Cordova. Cordova. Okay, Farbe können wir selbst entscheiden. Okay. Machen wir mal wieder Orange. Ja, sehr schön. So, dann noch kurz anpassen BD. Das geht gar nicht. So, sehr schön. Dann bitte macht. Dovas Reparaturkette.
Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen, mit BD1 als Anführer. Juhu. Alte Erinnerung. Cordovas Druiden-Kit. Er hatte gehofft, jemand würde kommen und das Geheimnis des Gewölbes lüften. Tja, und dann kam das Imperium. Ja, nice. Dann haben wir ja doch was bekommen. Hier oben geht's die Tür auf. Abkürzung freigeschaltet. Ah, jetzt sind wir hier. Ah ja. Warte, da unten geht noch ein anderer Weg. Ah, dann müssen wir leider nochmal zurück. Wo ist zurück? Da ist zurück. Wuhu! Warte, geh mal da hoch, ich will wissen. Ah, da rechts dann. Okay, alles klar. Okay, dann noch da, okay. Wow. Nein, falsch. Okay, aber das schaffen wir. Nein, nicht so weit. Ah, jetzt habe ich ja 2 statt 3. Bin ja auch dämlich. Ja, aber bitte nach da. Hui. Alles klar. Ah, noch ein... Oh, Sephir-Knochen. Interessant. Knochen. Ja, aber unglaublich alt. Mir sagen sie nicht viel. Du hast schon so viele Knochen gefunden von den Sephirs. Stimmt zu BD. Fühl mich schon besser. So. Ah, hier ist der Schädel davon. Eine Begräbnisstätte. Richtig. Ruheplatz. Eine alte Grabstelle, die hastig errichtet wurde für einen unbekannten. Für eine unbekannte Spezies nicht menschlich. Achso! Ja, das. Cool. Dann haben wir das auch. Dann können wir, glaube ich, wieder gehen, ne? Also hier ist noch. Ja, aber das ist ja eine Abkürzung. Gut. Dann können wir... Hui. So. Ich habe schon wieder... Also das, was ich gerade probiert habe. Ich muss wieder schauen oder nochmal schauen, wie... noch mal schauen, wie der Wirbelwind um mich rum geht. Aber das kann ich ja nur... Das kann ich ja nur in... Wow. Hilfst du mir mal, BD? Okay.
Hilfe, bitte! So. Warte. So. Einfach chillig das klicken. Und dann ist alles gut. Genau. Hier war doch diese Box. Da muss ich hier nochmal schauen. Ich will nochmal, wie gesagt. Kombo-Verzögerung. F. Ah, ja. Ich habe die ganze Zeit zweimal F gedrückt, aber lang gedrückt. Genau. So, sehr schön. Wo war denn die Box? Die konnte ich damals eben noch. Damit konnte ich eben damals noch nichts machen. Ist die weiter unten? Gerade ein bisschen rum, ne? Egal. So, jetzt bin ich hier. Achso, ja, okay. Ist mir jetzt egal. So, wo war die Box? Da sind noch Lianen. Hey du. Ist der böse? Wieso schaut er jetzt so hier runter? Ja, hallo? Alles gut bei dir? Aber wie werde ich da hochkommen? Der sieht gar nicht böse aus. Naja, gut. Na schön. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wie geht's nochmal zurück? Es geht da zurück. So. Und dann hier. Hui. Ich dachte, hier wäre irgendwo so eine fette Box gewesen. Naja. Kann ich das auch benutzen? Rein theoretisch ja. Aber nein. Ich komme halt nicht dahin. Dann nehme ich oldschool den. Ich hätte dich einfach runterschmeißen können.
Hier könnte ich rüber. Und dann von da nach da, nach da, nach da. Ah, das klingt doch mal nach einem Plan. Hui! Entschuldigung, wolltest du irgendwas? Achso, nee, der springt da nicht mehr. Nee, BDA, One, wir waren da doch gerade. Ja, soweit. Kann ich darüber? Nein. Wahrscheinlich später, wenn ich irgendwie weiterspringen kann. Oh, ich hoffe, man kann so einen Machtsprung machen wie bei Jedi Akademie. Das macht so Spaß. Uiui. Das macht ultra Spaß. Also, wenn man die Leertaste länger gedrückt hält. Ja. Hat man halt einfach mehr oder weniger schweben können. So, da gibt es noch einen Eingang, aber ich dachte, da war ich schon. I thought I... Ah, hallo, Kleiner. Nein, ich will das jetzt nicht machen. Ich will da jetzt nicht... Töte ich ihn damit? Nein! Okay, hüpf an Bord. Hä? Hä, was? Bockling-Gefährte erhalten? Das ist wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Also rein theoretisch könntest du da reingehen, ne? Oh, oh, oh. Warte. Da rein. Okay. Ah, oh, da ist eine goldene Truhe. Ich will das mal machen. Das war schon wieder zu weit, oder? Nein. Wie soll denn das gehen? So, und jetzt... Nein. Okay, ich muss da nur ganz, ganz wenig. Ja, nee, ich weiß ja nicht. Nee. So, ich weiß ja nicht. Der macht trotzdem zu stark. Das war knapp. Komm her. Nein, Entschuldigung, nein, das wollte ich nicht. So. Und jetzt. Ja. Yes. Wow. Da ist eine fette Lücke. Und da ist eine ultra fette Lücke. Aber wir haben die Automatik. Oder die Sephoding. Das ist ja viel besser. Wir bekommen jetzt noch einen Slim. Oder Slim. Das ist super. War es das hier?
Ne, ich glaube, das war's jetzt. So. Dann gehen wir mal zurück an Bord, ne? Sollen wir mal nach Dathomir nochmal schauen? Ich glaube, eine Folge voller... Herr, hast du kurz Zeit? Yep. Als wir dich hier absetzten. Als ich herausstellte, dass du der warst, nach dem wir suchten. Da hätte ich dir alles erzählen sollen. Ihr habt euch entschieden. Es ändert nichts daran, was wir tun müssen. Vielleicht nicht daran, was wir tun müssen, aber wie wir dabei vorgehen. Ich habe falsch entschieden und dich in Gefahr gebracht. So leitet man niemanden an. Ich habe euch nie um Anleitung gebeten. Vor dir habe ich diese Aufgabe allein geschultert. Ich hatte Grease, aber er erkannte nicht wirklich die Wichtigkeit unseres Vorhabens. Ich erwarte nicht, dass du das alles allein machst. Ihr habt mir alles Notwendige gesagt. Es bleibt mir nur, das zu beenden, was wir begonnen haben. Ich verstehe. Ich unterstütze dich, falls du mich brauchst. Danke. Ich komme zurecht. Was? Ihr wart mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. WD1 glaubt dran. Er ist ein kluger Droide. Ja, der Kall ist manchmal... Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grease? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Wer ist das nicht? Gut, fahren wir. So, dann würde ich sagen, nächste Folge werden wir die Hauptquest weiterführen. Wieder zurück nach Kashyyyk. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.